Lüders war bei Flavio von Witzleben zu Gast und hat sich dort zur jüngsten israelischen Bodenoffensive im Südlibanon geäußert. Was er dort gesagt hat, schauen wir uns jetzt zusammen an. Herr Lüders, jetzt ganz aktuell zum heutigen Tage kam die Nachricht rein, wir zeichnen hier heute am 1. Oktober auf, dass Israel mit Bodentruppen in den Südlibanon einmarschiert ist. Das Ganze sei laut dem israelischen Verteidigungsministerium eine zeitlich begrenzte Operation. Ziel sei die Rückführung israelischer Bürger in die Gebiete im Südlibanon. Herr Lüders, vielleicht mal zu Beginn, droht da unten jetzt womöglich ein dritter Libanon-Krieg und droht dem Libanon ein ähnliches Schicksal wie Palästina? Ja, es sieht in der Tat nicht gut aus für den Libanon, ob jetzt heute am 1. Oktober tatsächlich die israelische Armee schon in den Südlibanon vorgerückt ist, wie Quellen in Israel sagen, oder ob die Aussage der Hisbollah richtig ist, dass die Israelis das zwar versucht hätten, aber damit nicht durchgedrungen seien, das kann man hier und heute nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall, es ist ein Krieg im Gange. Zum Hintergrund, nach dem 7. Oktober 2023, nach dem Großangriff der Hamas auf Israel, hat Israel beschlossen, nicht allein die Hamas im Gazastreifen zu besiegen, zu zerstören, sondern darüber hinaus auch andere Widersacher und Gegner Israels ins Visier zu nehmen, nämlich die Hisbollah, die Partei Gottes im Südlibanon, und den Iran, der eng mit der Hisbollah kooperiert. Die Hisbollah ist aus iranischer Perspektive eine Art Vorwärtsverteidigung für den Iran, für den Fall, dass der Westen, konkret USA und oder Israel, auf die Idee kommen könnten, den Iran anzugreifen. Warum hat der Iran überhaupt die Meinung, dass er so etwas bräuchte wie die Hisbollah, um gegen einen zukünftigen großen Krieg mit dem Westen bzw. mit dem westlichen Stellvertreter in der Region Israel vorbereitet zu sein? Beziehungsweise in der Vergangenheit wäre es auch noch ein Krieg mit Saudi-Arabien geworden, aber die Gefahr ist ja durch die Annäherung des Irans mit Saudi-Arabien gebannt. Nun, weil Saddam Hussein in den 1980er Jahren mit Hilfe des Westens, also die USA, haben ihm verschiedenste Waffen geliefert, darunter Komponenten, um Giftgas herzustellen, den Iran angegriffen hat. Und es dort einen 8 Jahre langen Krieg gab, der rund 1 Million Menschenleben gefordert hat. Also das ist der Grund dafür, warum der Iran sehr viel Angst hat, dass, wenn es einen neuen großen Krieg mit dem Westen geben sollte oder mit irgendeinem westlichen Stellvertreter in der Region, dass der dann auf iranischem Staatsgebiet ausgefochten wird. Deswegen hat der Iran Interesse daran, quasi überall Milizen zu unterstützen, um auch noch diesen Krieg an andere Fronten tragen zu können, damit dieser Krieg halt nicht nur im Iran geführt wird. Diese Sorge hat man in Teheran seit Beginn der Islamischen Revolution 1979, weil, alles hängt mit allem zusammen, 1980 hatte Saddam Hussein den Iran überfallen vom Irak aus. Es tut mir jetzt leid, ihr merkt, ich reagiere hier direkt auf dieses Video, ohne es vorher gesehen zu haben. Jetzt erklärt Lüders nochmal das, was ich gerade erklärt habe. Ein 8-jährigen Krieg, der mit einem Putt endete, über 1 Million Menschen das Leben gekostet hat. Dieser Krieg wurde befördert durch westliche Waffenlieferanten. Kurzum, die Iraner sind traumatisiert durch diese Erfahrung und ihnen war klar, wir brauchen Vorwärtsverteidigung mit Hilfe pro-schiitischer Milizen. Und die wichtigste dieser Milizen, das ist die Hisbollah, die Partei Gottes, die in den 1980er Jahren entstand, als Reaktion auf eine israelische Besatzung Südlibanons. Wie gesagt, alles hängt mit allem zusammen. 1982 sind die Israelis unter Führung des damaligen Verteidigungsministers Sharon in den Libanon einmarschiert, mit dem Ziel, die PLO aus dem Libanon zu vertreiben. Das ist auch gelungen. Yasser Arafat musste ins Exil nach Tunis gehen. Aber die Brutalität der israelischen Besatzung führte zu einem schiitischen Widerstand. Die Schiiten sind die größte Bevölkerungsgruppe im Iran. Sie leben im Süden und im Osten des Landes, in der Region Baalbek. Also genau die Gebiete, die jetzt am meisten bombardiert werden. Und diese Schiiten haben sich in Gestalt der Hisbollah, der Partei Gottes, gegen die israelische Besatzung gewehrt, mit dem Ergebnis, dass die Israelis im Jahr 2000 abziehen mussten, weil sie zu viele Soldaten verloren hatten. Jetzt scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Wieder gehen die Israelis gegen den Libanon vor, gegen die Hisbollah vor. Und wir müssen sehen, was passiert, wie es weitergeht. Die Hisbollah ist natürlich jetzt erst einmal geschwächt nach der Liquidierung ihres Vorsitzenden Hassan Nasrallah am 27. September. Aber
anders als viele Auguren hier in Deutschland in Politik und Medien annehmen, die Hezbollah ist nicht ins Mark getroffen und sie ist tief verwurzelt in der libanesischen Gesellschaft, in der schiitischen Community über den Libanon hinaus, mit dem Ergebnis, dass dem Widerstand, so sieht er sich selber, es nicht an Freiwilligen fehlen wird, die sich gegen die zu erwartende israelische Besatzung und die Zerstörung ihres Landes wehren werden. Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem ja, du mir ja, das gefällt mir, aber wir überspringen es jetzt trotzdem mal. Vor einem Beschuss Israels, Sie haben es jetzt gerade schon ausgeführt, der Iran ist wahrscheinlich der wichtigste Partner und eine Art Schutzmacht des Libanon, auch wichtiger Unterstützer und Lieferant von Waffen der Hezbollah. Also inwiefern sehen Sie da jetzt die Gefahr, dass der Iran auch verwickelt werden könnte in dieses Kriegsgeschehen jetzt zwischen Israel und Libanon? Die Gefahr ist sehr groß, aber die iranische Führung ist nicht dumm. Sie wissen natürlich ganz genau, dass die israelische Regierung nur darauf wartet, dass die Hezbollah eine Rakete schießt, zum Beispiel in ein Hochhaus in Tel Aviv. Das wäre denn aus israelischer Sicht der Casus Belli. Dann würden die Israelis den Libanon angreifen, wohl wissend, dass die USA sich hinter Israel stellen würden, auch militärisch. Und das ist genau die Situation, die Benjamin Netanyahu herbeizuführen sucht. Er will einen Krieg gegen den Iran, weiß aber natürlich, dass er den nicht alleine führen kann. Er braucht US-amerikanische Unterstützung. Die Haltung der Amerikaner ist, wenn man so will, zwiegespalten. Auf der einen Seite betonen sie immer wieder, dass sie eine Verhandlungslösung anstreben. Das gilt auch schon für den Krieg im Gaza-Streifen. Aber gleichzeitig liefern sie Israel die Waffen, die das Land braucht, um in der Region militärisch gegen die eigenen Widersacher vorzugehen. Ich habe noch versäumt zu erwähnen, dass die Hezbollah seit dem 8. Oktober des letzten Jahres Nordisrael beschießt als Reaktion auf den israelischen Krieg im Gazastreifen mit Zehntausenden Toten mittlerweile. Und dies versteht sich als Solidaritätsaktion in Anführungsstrichen. Und das Ergebnis war, dass 60.000 Israelis den Norden Israels verlassen mussten, sowie auch 10.000 Libanesen in Richtung Norden schon vor dem jetzigen Krieg geflüchtet sind. Das Ziel, das offizielle Ziel der israelischen Regierung ist, die Rückkehr dieser israelischen Flüchtlinge in den Norden Israels zu erwirken. Es gab auch schon Verhandlungen und sowohl die Hezbollah. Ja, das ist völlig illusorisch. Also da müsste es wirklich eine weitgehende Militärbesatzung des Südlibanons geben und wahrscheinlich nicht nur der Teil südlich des Litani-Flusses. Also die Hezbollah, die hat ja noch Stellung nördlich, von da aus könnte sie Israel ja immer noch mit Raketen beschießen. Die Hezbollah, die gibt, also die ist auch militärisch in Syrien aktiv. Also es bräuchte wahrscheinlich eine Militärbesatzung des gesamten Südlibanons und ja, ein Deal mit der syrischen Regierung, dass es dafür sorgt, dass die Hezbollah selbst in diesem Fall stillhält. Also, dass es die Hezbollah aus Syrien rausschmeißt und das wird nicht passieren. Also, ohne großen Krieg wird das nicht passieren. Aber wer weiß, was die Regierung Netanyahu noch alles so plant. Also, ich meine, sie hat Hassan Nasrallah getötet, nachdem er zu einem Friedensschluss bereit war. Also, die Hezbollah hat gesagt, okay, wir sind zu einem Friedensschluss bereit. Israel hat sogar zugestimmt. Hinter den Kulissen hat Israel zugestimmt. Und dann hat Israel Nasrallah ermordet, zusammen mit hunderten Zivilisten im Libanon. Also man hat da massenweise Wohngebiete bombardiert und dabei auch den Bunker von Hassan Nasrallah getroffen. Also das war tatsächlich die israelische Reaktion auf die Friedensbereitschaft seitens Nasrallahs. Hezbollah wie auch die schiitische Houthi-Miliz aus dem Jemen, sie haben klipp und klar gesagt, wir beenden unseren Beschuss Israels in dem Moment, wo es im Gazastreifen einen Waffenstillstand gibt. Diese Waffenstillstandsverhandlungen gab es über Monate hinweg, moderiert von den USA, Ägypten und Katar. Aber die israelische Regierung unter Netanyahu hat diese Waffenstillstandsverhandlungen systematisch ins Leere laufen lassen. Man könnte diese ganze Konfliktsituation beenden, wenn es einen Waffenstillstand im Gazastreifen gäbe. Dazu ist die israelische Seite aber nicht bereit. Offiziell will man den Terror bekämpfen. Aber es geht hier, wie gesagt, auch um geostrategische Überlegungen. Und anders als wir es im Westen glauben oder wie es deutsche Medien auch transportieren, die immer von der Terrororganisation Hezbollah reden oder der Terrororganisation Hamas, kann man ja so sehen, wenn man will. Aber man muss verstehen, dass beide, die Hamas wie auch die Hezbollah, tief verwurzelt sind in der eigenen Bevölkerung. Und beide sehen sich als Widerstands
Organisation gegen israelische Besatzung. Und beide sind entstanden als Reaktion auf eben diese israelische Besatzung, die Hezbollah nach 1982 im Libanon und die Hamas 1987 im Zuge der ersten Intifada. Also man kann sagen, Israel züchtet sich seine Feinde aus seiner Sicht selber, die anschließend dann mit großem Engagement bekämpft werden müssen. Aber eines macht die israelische Seite, machen nachfolgende israelische Regierung grundsätzlich nicht. Sie lassen sich nicht ein auf eine politische Lösung des zugrunde liegenden Konfliktes, nämlich der ungelösten Palästina-Frage. Jeder weiß, dass es eines palästinensischen Staates bedürfte, wenn man die Lage befrieden wollte. Aber die israelischen Ultrarechten, die das Sagen haben in der Politik, und das schon seit mindestens 3 Jahrzehnten, diese Leute wollen keinen Kompromiss mit den Palästinensern, sondern sie wollen das vermeintlich biblisch verheißene Eretz Israel ausschließlich für sich, für die jüdische Bevölkerung. Die Palästinenser, idealerweise will man ins Ausland expedieren. Auf jeden Fall sollen sie nicht mehr einen so hohen Bevölkerungsanteil stellen. Auf diese. Ja, wer weiß, vielleicht vertreibt man dann auch, wenn die Bodenoperation im Südlibanon erfolgreich sein sollte, vielleicht vertreibt man dann auch die libanesische Bevölkerung südlich des Litani-Flusses und fängt dort auch mit dem Siedlungsbau an. Also historisch neigt Israel ja dazu, Land, das man einmal erobert hat, nicht wieder herzugeben. Das war bei den Golanhöhen so, das war beim Westjordanland so. Den Südlibanon, der ist heute nur noch deswegen nicht mehr israelisch besetzt, weil die Hezbollah Israel eben militärisch vertrieben hat. Also man muss tatsächlich sagen, dass Israel in der Vergangenheit nur die Sprache der Stärke verstanden hat, nur bereit war, Kompromisse einzugehen oder sich zurückzuziehen, wenn es eine militärische Niederlage erlitten hat. Und der Südlibanon ist dafür das beste Beispiel. Also Michael Lüders hat ja absolut recht, es geht diesen Extremisten in der israelischen Regierung tatsächlich nicht um einen irgendwie gearteten Frieden, wo man dann sich mit Libanesen und Palästinensern ins Benehmen setzt, sondern es geht um Groß-Israel. Und Groß-Israel, das geht weit über die völkerrechtlichen Grenzen von Israel, das geht auch weit über Palästina hinaus. Also Smotrich hat gesagt, Jerusalem, ja, vielleicht reicht das ja auch bis Damaskus. Wer weiß, wenn das in der Bibel so stand. Also das sind sehr gefährliche Pläne, die da einige in der israelischen Regierung haben, die mittlerweile in der israelischen Außenpolitik tonangebend geworden sind. Das sind sehr ungute Entwicklungen. Also finde ich gut, wie sich Michael Lüders hier geäußert hat. Nochmal ein Wort zu seinem neuen Buch, das heißt Krieg ohne Ende. Das wird hier auch vorgestellt in dem Gespräch. Ja, wir haben ja schon die Buchvorstellung auf Michael Lüders Kanal gesehen, deswegen würde das jetzt, glaube ich, nichts bringen, die hier jetzt nochmal bei Flavio von Witzleben anzuschauen. Also das Buch kann ich trotzdem sehr empfehlen. Krieg ohne Ende habe ich schon gelesen. Schaut es euch an. Da wird diese ganze Geschichte des Nahostkonflikts von dem Beginn der zionistischen Besiedlung in Palästina Ende des 19. Jahrhunderts bis zu der heutigen rechtsradikalen Regierung Netanyahu nochmal aufgearbeitet. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und hoffen wir, dass die Welt nicht noch kriegerischer wird, als sie es gerade ist.